it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es auf die Fähre geschafft und fahre jetzt von Calais nach Dover und werde dann durch quasi in Großbritannien nach oben nach Schottland fahren, von da aus rüber nach Irland und da dürft ihr mich wieder begleiten. Ich wünsche uns jetzt erstmal eine angenehme Überfahrt und dann sehen wir uns auf der falschen Seite wieder. Also bis gleich. Monday, don't be such a. I hear a lovely sound, it's all around me. I see the sky above me, it's so lovely. One girl or half a dozen, cities buzzing. A scented summer breeze comes over me, and I can hear the city roar. And if you want this all. God, it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from poor to rich. Come on Monday, don't be such a. Come on Monday, don't be such a. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen aus Dover. Ich bin jetzt mittlerweile angekommen. Hier vorne steht der Defender. Hier kann man am Beach von Dover kann man parken bis 9 Uhr kostenlos und ab 17 Uhr wieder. Wir haben jetzt gerade 7 Uhr und ich werde jetzt mal hier so ein bisschen entlang spazieren und mal gucken, was man hier so sehen kann. Hinter mir befindet sich das Schloss von Dover, Dover Castle. Das zeige ich euch auch mal. Wie vorhin schon gesagt, kann man von 5 Uhr abends bis 9 Uhr morgens hier kostenlos stehen. Vielleicht für alle die interessant, die auch mit dem eigenen Camper hier hin wollen und bevor sie dann auf die Fähre gehen, nochmal irgendwie schlafen wollen oder irgendwie die Fähre so gebucht haben, dass sie ein bisschen günstiger ist und dann hier übernachten müssen. Also hier der komplette Strandstreifen von 17 Uhr abends bis 9 Uhr am Morgen kostenfrei. Ich habe die Stadt jetzt hinter mir gelassen. Hinter mir seht ihr auch noch die Burg oder das Schloss. The Castle of Dover. Und ich bin jetzt gerade an den weißen Klippen von Dover. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mit der Fähre reinfahrt. Heute Morgen konnte man das nicht so gut sehen. Man hat nur so einen leichten Schimmer gesehen. Aber wenn ihr mit der Fähre nach Dover fahrt, kommt ihr quasi an den weißen Klippen an. Und ja, da bin ich jetzt. Da vorne habe ich geparkt. Es ist noch relativ früh, von daher ist der Parkplatz vorne noch nicht besetzt. Das heißt, ich kann kostenlos drauf fahren. Und hier an der Seite sieht man schon die Klippen. Die ziehen sich jetzt hier entlang. Ja. Da vorne sieht man so einen kleinen Pfad, da kann man runterlaufen. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich nach da vorne komme. Und auch wie weit das Wetter hält, es ist nämlich relativ schlecht, beziehungsweise es fängt gleich wieder an zu regnen. Aber mal gucken, was ich so alles noch entdecke. Diejenigen, die es interessiert, da vorne bin ich vorhin angekommen, da runtergefahren, dann hier rüber, darum und dann ging es da durch die Kontrolle und da hinten dann raus.
Und dann geht es dann auch direkt in den ersten Kreisverkehr. Könnt ihr das da sehen? Da geht eine kleine Leiter runter zu dem schwarzen Strand. Leider, habe ich gerade gelesen, ist dieser Tunnel, der da rauskommt, der da hinführt, geschlossen. Weil das wäre auch nochmal cool, da so runter an diesen Black Sand Beach. Aber leider ist es geschlossen. Ich war jetzt ein paar Mal schon in Dover und bin auch ein paar Mal schon mit der Fähre nach Dover gefahren. Allerdings so nah wie jetzt hier an den Klippen. Also hier bin ich noch nie hingelaufen. Aber das ist schon ganz cool. Vor allem auch das Schöne hier wieder. Es ist noch relativ früh und ich habe das Ganze für mich alleine. Schade nur, wie gesagt, dass dieser Tunnel nicht auf hat. Aber jetzt steht man hier und sieht hier so ein bisschen die Felsen. Oder war hier natürlich im gesamten Ausmaß. Es ist schon eine coole Sache. Also, wenn ihr mal hier seid in Dover und wenn ihr hier nur ankommt oder so und einfach ein bisschen Zeit habt, vor 10 Uhr ist da oben der Parkplatz, der hier zu diesen weißen Klippen führt, auch kostenfrei. Das heißt, ihr könnt vor 10 Uhr da auch kostenfrei parken. Also, wenn das Gate auf ist, jetzt gerade war es auf. Ansonsten kostet es 4 Pfund. Gut, ich mache mich weiter auf in diese Richtung. Da ist nämlich das Auto und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da gibt es wohl doch noch was im Fels. Okay. Gut, war nur ein kleiner Eingang. Nicht viel Spektakuläres, aber ein kleiner Eingang. Mal gucken, ob es davon noch mehr hier gibt. Also irgendwie dachte ich, ich hätte das komische, schneereiche Wetter hinter mir gelassen, aber guck mal, was hier runterkommt. Hagelkörner und die zerplatzen und beschneiden die Scheibe. So war das nicht geplant, Freunde. So war das nicht geplant. Ich habe es zu meinem heutigen Schlafplatz geschafft. Ich bin hier auf einem Waldparkplatz in der Nähe der Stadt Sheffield. Ich blende mal eben die Karte ein, wo ich bin. Und hier werde ich jetzt die Nacht verbringen und dann weiter morgen Richtung Schottland fahren. Ich denke mal, dass ich morgen, muss ich mir gleich nochmal angucken, aber bis nach Edinburgh fahre. Und mir dann da die Stadt angucke und da dann auch ein bisschen länger bleibe. Aber das richtet sich auch ein bisschen danach, wie die Stellplatzsituation ist. Aber das gucke ich gleich alles. Jetzt werde ich erstmal den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen und ein bisschen was essen. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Also gute Nacht. Seit 8 Uhr ungefähr unterwegs, das ist jetzt ungefähr 3 Stunden. Erstmal relativ langsam auch durch die Stadt, dann habe ich gerade nochmal angehalten, nochmal ein bisschen was gefrühstückt. Und jetzt mache ich mich weiter auf dem Weg nach Edinburgh. So glaube ich zumindest wird es ausgesprochen. Und nehme euch mit. Ich fahre jetzt gleich von der Autobahn runter, ein bisschen an der Küste entlang. Damit ich auch noch mal ein bisschen was sehe und werde dann heute Abend mein Lager dort aufschlagen und ich denke mal so 2 Tage dort bleiben, weil die Stadt mal ein bisschen intensiver angucken. Dann habe ich nämlich mein erstes richtiges oder weiteres Ziel hier erreicht in Schottland und dann geht es ganz langsam an der Küste weiter.
jetzt fahre ich aber erstmal dahin.